Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir machen jetzt erstmal hier den Rest von diesem Feld fertig. In der Zeit überlegen wir natürlich über unsere weiteren Pläne. Wir haben ja gesagt, wir holen jetzt noch das Schneidewerk für unseren neuen großen Mähdrescher. Und ja, es ist ja versprochen gewesen, danach geht's zur BGA. Ich wurde auch schon ein bisschen gerügt. Ich sollte doch ein bisschen meine Ziele durchsetzen und vielleicht auch nicht so mit der Brechstange da durcheimern. Das, liebe Leute, war einfach nur aus dem Grund, weil es zeitlich begrenzt, das war das Angebot. Da musste man natürlich gucken, dass wir hier auf die Schnelle das Geld kriegen. Das wird sich aber jetzt demnächst ändern. So. Und zwar, was die BGA betrifft, haben wir jetzt folgende Überlegung. Wir haben ja jetzt hier schon mal einige Felder. Die 15, 16 ist verbunden. 26 und 27. Okay, so, wir brauchen allerdings für die BGA ja bekanntlicherweise eine Sämaschine. Da gucken wir jetzt mal schnell rein, was uns die Sämaschine kostet. Sämaschine. So, da brauchen wir hier die EDX 6000. Die kostet uns 58.000 und wir brauchen natürlich auch noch eine Erntemaschine dafür. Die kostet nämlich auch nochmal 48, dann sind wir bei 116.000 Euro. Und da wir dann natürlich schon viel Geld ausgegeben haben, war die Idee, danke Mekuragu dafür nochmal, vielleicht doch ein vorhandenes Feld zu nehmen. Dann brauchen wir nicht extra nochmal ein neues zu kaufen. Wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Und die Idee gefällt mir. Das werden wir auch so machen. Ich denke mal, wenn wir dann zum Beispiel das Feld 26 hier nehmen, da mit den zwei Reihe drüber fahren, dann haben wir hier schon mal einen richtig guten Start. Das bringt einige tausend Liter und natürlich das Kapital oben entsprechend weiter zu arbeiten. So, wir müssen aber, damit wir das Geld für die Erntemaschinen und die Sämaschine zusammenkriegen, natürlich hier erstmal jetzt gucken, dass wir die Felder einsehen. Da müssen wir noch eine Ernte abwarten. Und in der Zeit werden wir aber, wo sind wir eigentlich zu Hause? Hier sind wir zu Hause. Erstmal hier den Kameraden einklappen und anheben. Werden mal ein Stück rückwärts fahren, werden unseren Ladewagen holen, werden das Gras hier einsammeln und unten bei der BGA, oben bei der BGA abgeben. Denn dann sollten wir, glaube ich, genug haben, um das Silo wieder abzudecken. Das hat nämlich den Vorteil, während die Pflanzen wachsen, kann das Silo gären. Dann haben wir hoffentlich bis dahin ein fertiges Silo, können dann das Geld für das Schneidewerk unseres Mähdreschers uns organisieren. Ja, und hätten dann alle Voraussetzungen geschaffen, um nach der nächsten Ernte endlich mit der BGA anzufangen. Und wie gesagt, ohne ein neues Feld zu kaufen, mit einem vorhandenen Feld, braucht man nicht gleich so viel Kapital in die Hand zu nehmen. Und wenn das erste Feld mit gehäckseltem Mais abgeerntet ist, haben wir, glaube ich, eh keine Sorgen mehr. Dann haben wir genug zusammen. Dann fällt nämlich auch das Mähen hier flach. Das brauchen wir im Prinzip dann nur nochmal, um die Kühe zu versorgen, aber nicht nur für die BGA. Oh, irgendwie fahre ich hier ein bisschen sehr umständlich einen Wolf durch die Gegend. Ja, soweit also die Planung. Wie gesagt, BGA kommt jetzt als nächstes mit einem kleinen Abstecher über das Schneidewerk zum Mähdrescher noch. Aber das brauchen wir natürlich. Jetzt haben wir den Kameraden für günstiges Geld geschossen. Und jetzt möchte ich natürlich auch den Jungen in Action haben, weil der natürlich auch unsere Felder deutlich schneller aberntet. So, das Gras, wie gesagt, hier, das kommt hoch in die BGA. Die Missionen habe ich jetzt ausgeschaltet, weil im Moment haben wir erstmal andere Sachen zu tun. Und ich will ja auch nicht nur jetzt Missionen fahren, um Geld zu kriegen. Das ist auch irgendwie nicht so der Sinn der Sache. Hier geht es um die Landwirtschaft und nicht um das Rasenmähen auf Golfplätzen. Vor allem nicht mit einem Traktor. Das sieht natürlich dann doppelt komisch aus, weil der Golfplatz leidet da ja bestimmt auch ein bisschen drunter. Wenn man das mal so real sieht, wenn da so ein Traktor über den Golfplatz fährt, ich glaube, da wären die Clubbesetzer nicht unbedingt erfreut drüber. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier gleich den Abschluss geschafft. Ist nicht mehr allzu viel. Haben hier schon wieder über 22.000 Liter gleich zusammen. Ich denke mal, die 22 schaffen wir locker. Und dann bin ich mal gespannt, ob das für die BGA schon reicht. Hoffe ich zumindest mal. Nicht, dass wir dann da nochmal rum müssen. Gut, wir könnten auf dem Weg nach oben eventuell schnell mal noch ein bisschen Gras mitnehmen. Aber da gucken wir vorher auf alle Fälle erstmal selbst nach an der BGA, wie viele Liter wir schon drin haben. Nicht, dass wir da unnötig Zeit verlieren mit Mähen. Denn so langsam möchte ich auch die, sagen wir mal, Haupteinnahmequelle des Mähens hier auch ein bisschen verlagern. Wollen ja gucken, dass wir irgendwo mal ein bisschen vorwärts kommen.
und vor allem mit einem System vorwärts kommen. Das ist natürlich auch ganz wichtig und nicht einfach chaotisch hier ein bisschen Geld, da ein bisschen Geld. Das ist nicht so ganz das Geschäftssystem, was ich im Kopf habe. Aber nachdem wir jetzt hier unser Ziel erreicht haben mit dem Mähdrescher, denke ich mal, werden wir hier ganz schnell auf die nötige Kohle kommen. So, jetzt fahren wir mal ganz schnell da hoch. Beziehungsweise gucken mal rein hier, wie es aussieht in dem Silo, was wir da jetzt schon drin haben und wie viel wir noch brauchen. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Wir sind schon bei 43, also das, was wir haben, reicht schon aus. Wir brauchen also unterwegs nicht mehr zu mähen. Ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, wir können einfach mit Vollgas jetzt Richtung BGA fahren, das Ganze ausleeren. Ja, und dann dementsprechend ja, abdecken, gären lassen und schauen, dass wir dafür dann Geld kriegen. Mit dem Geld, wie gesagt, holen wir uns dann dieses Schneidewerk noch für den Mähdrescher und nach der nächsten Ernte geht's endlich mit der BGA los. Ich hoffe ja, dass die Ernte so viel Geld abwirft plus die BGA, dass wir das Geld für die Maschinen zusammenkriegen. Wir brauchen, wie gesagt, die Sämaschine, den Zweireiherernter. Der Einreiher ist zwar viel, viel günstiger, aber ich glaube, dann sind wir 2 Tage daran, nur das Ganze hier einzusammeln. Und das wird bestimmt gar nicht mal so einfach. Da freue ich mich jetzt schon auf die große Maschine, auf den Big X. Da bin ich echt schon richtig in Vorfreude drauf, aber da will ich jetzt auch nichts überstürzen. Ich denke mal, das ergibt sich jetzt so nach und nach alles von selber. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir werden jetzt hier mal kurz rüberfahren. Hier die Felder übrigens eignen sich auch sehr gut, um sie zu verbinden. Ganz kurzer Blick mal hier rüber. Ja, im Dunkeln sieht man das natürlich nicht. Auf der Minimap sieht man das besser im PDA. Also Feld 31, 32 bzw. 33, 34 kann man wunderschön zu einem Feld zusammenfassen, weil die so rein zufällig dieselbe Breite haben. Bestimmt ganz ungewollt. Zwinker, zwinker. Klar, soweit. Genauso wie 2021. Wenn da jetzt nicht irgendwas ganz Blödes im Weg steht, denke ich mal, können wir da auch wunderbar ein Feld draus machen. So, zum Glück fahren wir da hinten ein bisschen die Abkürzung rum. Dann haben wir da auch nicht so viel Verkehr und so viel Zeug. Ich hoffe, dass der mit dem Einsehen jetzt noch bei Zeiten durchkommt, damit wir hier dementsprechend dann gleich die Zeit vorstellen können. Aber wir sollten auf alle Fälle erstmal BGA füllen, Silo abdecken, dann kann da nichts passieren, das kann gären. So, und jetzt sind wir auch schon gleich da. Halt, den Weg noch nicht. Wollte den nächsten Weg erst abbiegen. Nicht gut. Und dann müssen wir uns vor allem nochmal den Kipper anschauen, ob der zum Beispiel zum Ernten geeignet ist. Denn wenn der jetzt ein... ja, da habe ich einen ganz tollen Tipp gekriegt. Ich weiß aber den Fachbegriff leider nicht mehr. Die haben so ein gelbes Rohr dran, wo also im Prinzip dann nochmal wie so eine Art Getriebestange drin ist. Und wenn das dabei ist, brauchen die einen direkten Anschluss an den Traktor. Wir müssen also gucken, dass das über die eigentliche Traktorhydraulik läuft und nicht über diesen Extra-Anschluss. Da müssen wir mal schauen, ob unser Kipper sowas hat. Wenn ja, dann brauchen wir auch noch einen kleinen Kipper. Der kostet dann auch nochmal ein paar 20.000. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Beziehungsweise können ja auch dann gleich nach dem Abdecken mal einen Blick drauf werfen. So, jetzt werden wir erstmal hier das fertig machen. Oh, es ist auch noch nicht verdichtet. Das heißt, da hat unser Radlader auch noch gleich ein bisschen Arbeit. So, einmal die Fahrstufe 1, einmal gut zum Abladen und gib ihm. Lass das mal alles raus. So, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Wir kriegen es schön leer. Perfekt. Haben die 60.000 voll und jetzt steigen wir gerade mal aus, werden uns den Radlader schnappen und werden das Ganze mal ein bisschen verdichten. So, ein bisschen Licht brauchen wir auch, wäre von Vorteil. Können eigentlich jetzt schon mal die Klappen zumachen, im Moment brauchen wir die nicht. So, mal einen ganz schönen Anfahrweg nach oben. So, und jetzt wird verdichtet, verdichtet, verdichtet. Da freue ich mich auch schon auf den nächstgrößeren oder auf den ganz großen Radlader. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir hier dann mit 10.000 Litern pro Schaufel arbeiten können. Der hat auch ein bisschen mehr Gewicht. Ich denke mal, dann geht auch das Verdichten ein bisschen einfacher. Weil ihr seht, das ist hier schon an den Ecken ganz schön. Aua. So, jetzt können wir natürlich hier ein bisschen hin und her fahren.
Es wird jetzt optisch noch ein bisschen platt gefahren. Wichtig für uns ist aber die Prozentzahl, die wir brauchen, damit wir hier ganz einfach auf 100% Verdichtung kommen. Vorher können wir es ja nicht zudecken. Das ist nämlich das nächste Problem. So, 79%. Ja, so langsam tut sich was. 81. 85%. 86. 87. So, einmal vor, einmal zurück. Dann sollten wir es geschafft haben und können das Silo abdecken. Wunderbar. So, das ist also erledigt. Und wir bringen den Kollegen rückwärts gleich direkt in Position. Und dann schauen wir, was unsere Seekombi macht, wie weit die ist. Ich hoffe ja, dass der so weit in die Puschen kommt. Oh, das ist ein ganz schön schwieriger Abstieg. So, ich steige aber jetzt hier mal aus, um das Silo zuzudecken. Ich will das nicht kaputt machen. So, das gärt jetzt vor sich hin. So, wir gucken jetzt mal, wo ist unser Kipper? Da müsste unsere Seemaschine sein. Na, wo ist denn unser freundlicher, netter Kipper? Habe ich den jetzt etwa... Moment mal. Irgendwas passt da gerade nicht. Wo ist mein Kipper? Ich fahre mal den Mähdrescher weg. Ich denke mal, der wird... Oder wir laufen einfach. Das geht schneller. Bis ich den Mähdrescher da hingefahren habe. Ich glaube, den Kipper haben wir da hinten irgendwo eingeparkt. So, und jetzt schauen wir mal hier nach dem Ding. Und ja, er hat genau... Das ist es nämlich hier, diesen gelben Hydraulikansatz. Dieses Zusatzgetriebe oder was das sein soll. Und dadurch können wir diesen Kipper also nicht benutzen. Das heißt, wir brauchen natürlich noch einen passenden Kipper für die Erntekombination später. Da, hier seht ihr das mit dieser gelben Hydraulikstange, die können wir nicht benutzen. Da denke ich, werden wir dann hier auf den Agroliner gehen. Oder, ja, gehen wir auf den Agroliner, weil der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach besser. Fast 21.000 Liter, denn wir haben ja auch einen ganz schönen Weg, bis wir dann im Endeffekt erstmal wieder da oben sind. Gut, das ist soweit alles erledigt. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir im Optimalfall die Einsaat fertig kriegen. Parallel können wir jetzt gerade mal gucken, was unsere Kühe eigentlich machen. Ja, ich sollte vielleicht bei Statistik stehen bleiben und auf Kühe wechseln. So, Gras haben die natürlich noch eine ganze Menge. Stroh ist nicht mehr ganz so viel. Ja, wir könnten noch ein bisschen Gras für die Kühe mähen. Müssen ja dann sowieso wieder darunter im Prinzip später, weil wir haben ja jetzt den Weizen angesät. Das heißt, da kommt auch wieder Stroh raus, was wir dann auch für die Kühe nutzen können. Dann werden wir uns mal sozusagen nochmal Richtung Kuhstall mähen. Mal das ganze Programm einschalten und dann noch ein bisschen Nachschub für die Kühe hier organisieren. Den Rest, den wir dann nicht mehr brauchen, den könnten wir ja dann verkaufen, weil dafür fahre ich jetzt nicht nochmal die BGA. Mein optimales Ziel wäre eigentlich, dass das die letzten 60.000 Liter sind, die wir an Gras in die BGA gebracht haben, dass wir danach mit gehäckseltem Mais arbeiten können. Wenn wir ja erstmal die Saat- und Erntekombi zusammen haben, denke ich mal, sind wir soweit, dann braucht man nach dem ersten Ertrag sowieso da nichts mehr zu machen. Ja, das wird natürlich eine schlanke Geschichte. In dem Sinn, wir müssen schauen, reicht uns das überhaupt alles so aus? Wie viel von der nächsten Ernte brauchen wir, um dann unten von der nächsten Ernte, um dann im Prinzip für oben das Schneidewerk für den Mähdrescher zu holen? Da müssen wir auch mal gucken. Rechnerisch sollte es eigentlich hinhauen. Wir brauchen knapp 40.000 Euro. Also 24.000 fehlen uns noch. Das sollte unten mit dem Feld eigentlich dicker reinkommen. Wir haben ja auch entsprechend diesen Versatz noch drin. Warum ruckelt die Karre jetzt schon wieder? Ich glaube, ich muss das doch jetzt mal langsam auf den neuen PC umschwenken. Aus irgendeinem Grund fängt der Sechskern hier an zu ruckeln und zu juckeln. Das macht irgendwie langsam keinen Spaß mehr im Aufnehmen. So, aber dadurch, dass mir das Spiel so einen Spaß macht, bin ich ja hier nonstop am Plan. Ja, ich gucke mir die Folgen auch immer wieder an, lese mir eure Kommentare durch, überlege, was kann man wohl besser machen. Jetzt heißt natürlich das Ziel erstmal BGA, das habe ich euch versprochen. Ist ja auch das einzig Sinnvolle, was man im Prinzip jetzt machen könnte oder sollte, um eben schnell ans Geld zu kommen. Und von daher werden wir uns da jetzt natürlich auch dran klemmen. Denn ich will nicht ewig hier rumfahren und nur doch Zeug abmähen. Wir wollen ja auch mal richtiges Geld verdienen. Wir wollen die richtig großen Maschinen mal zum Einsatz bringen. Also
Da erwartet uns viel, aber das geht nur mit dem nötigen Kleingeld. Und das werden wir uns jetzt besorgen. So, inwiefern wir das heute noch besorgen, bezweifle ich, weil wir sind jetzt schon fast wieder am Ende mit unserer Zeit. Und müssen jetzt mal gucken. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Schlüter da bald vorwärts kommt. Hat jetzt das etwas kleinere Feld vor sich mit dem 26er. Das sollte eigentlich relativ schnell sozusagen abgearbeitet sein. Müsste also in der nächsten Folge fertig werden. Das heißt, dann können wir auch die Zeit endlich hochdrehen. Dann können wir auch schauen, wie sich unser Silo entwickelt, weil da wartet das große Kapital, was wir natürlich dann auch brauchen für das Schneidewerk, um oben 26, 27 dann im Prinzip sauber und schick abzuernten. So, dann bleiben wir jetzt hier gleich mal auf dem grünen Streifen stehen. Wir sind ja schon fast zu Hause sozusagen. Ist ja nicht mehr allzu weit. Gucken jetzt noch mal ganz schnell, was die Sämaschine gerade macht. Ja, die hat es auch bald geschafft. Das ist sehr gut. Die kann also in der nächsten Folge ganz genüsslich hier den Rest fertig machen. Was wir noch machen müssen dann, ist düngen. Das können wir aber auch während dem Schnellwachstum machen, während die Zeit vorläuft. Das ist dann kein Problem. Ich nehme den Kollegen jetzt hier mal raus. Der macht jetzt mal Feierabend für heute. Wir schalten hier die Kiste aus, steigen aus, sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.